Frauen sind in der Tech-Branche untervertreten, nicht weil es zu wenig Frauen haben, die in diesen Themen ihr Studium machen oder ihre Ausbildung, sondern viele Frauen fühlen sich nicht wohl in diesen Unternehmen. Oder? In vielen Startups und Tech-Firmen legt man nicht so viel Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima, die Nerd-Kultur, oder? Es ist einfach immer dreckig. Ungepflegt und so. Ich meine, als Frau hat man immer das Gefühl, man muss nachher auch noch aufräumen, oder? Es ist eigentlich so eine Beobachtung, die wir alle drei gemacht haben, dass es oft in Männerteams ist, in dem Bereich, wo wir arbeiten. Es gibt ganz viele Frauen wirklich in der näheren Umgebung, die im Bereich Technologie arbeiten. Wir wollen ihnen allen ein Gesicht geben und wirklich zeigen, dass die um sind und sie stärken. Wir haben eigentlich nur 30 Leute. Ja. Ein Raum, 30 Leute, ein kleiner Event. Mit dem ersten Event haben wir ja fast 100 Frauen können anziehen. Feministin abgespeichert bin, weil unser Hauptbegriff ist ja, wir stehen für Diversität, oder? Nicht für Feminismus. Wir haben alle Lean In gelesen von Sheryl Sandberg und sie inspiriert von ihr. Irgendwann sind Valerie und ich zusammengekommen und gesagt, komm, wir wollen auch etwas machen. In der Schweiz gibt es eigentlich keinen anderen Verband, der wirklich sich spezialisiert oder sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie etwas verändern in der Technologie-Szene. 50% der Konsumenten sind Frauen. Und wenn Frauen etwas designen und gestalten und planen, dann hat es einfach die Handschrift der Frau, die mit drin steckt. Und ich glaube, das sind wir den Zielgruppen auch schuldig. WeShare Tech motiviert mich selber extrem. Und es gibt mir Mut, auch wirklich selber herzustehen und meine Meinung zu vertreten. Das langfristige Ziel ist sicher, dass es einfach normaler ist, dass 50% Frauen im Bereich Technologie arbeiten. Hey, tschüss! 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 Könntest du das bitte so machen? Ja,